Ja, moin moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G, mit dabei ist Chicken und herzlich willkommen zu Let's Play Papers, Please. Und ja, legen wir einfach mal sofort los, ne? Wir reden einfach nicht groß drum herum, was das Ganze ist, sondern starten einfach mal. Story, ne? Go, go! Ja, neues Spiel, GG. Wir haben es noch nie gespielt, oh Gott, blind. Congratulations. Boah, guck dir die Grafik an. Gratulation. HD. What? Label Lottery. Okay. 1982. Okay, okay. The October Label Lottery is complete. Your name was pulled. Yes. Wir haben gewonnen, Mann. Wir haben beim Lotto gewonnen, GG. For immediate placement, report to the Ministry of Admission at Greston Border Checkpoint. Okay. Wir sollen zum Greston Border Checkpoint. Da, denke ich mal, da. Ja, okay. GTA-Style, müssen wir jetzt hincruisen oder wie? An apartment will be provided for you and your family in East Greston. Expect a Class 8 dueling. Okay. Klingt cool, oder? Klasse 8. Wir sind aber gerade erst aus der Schule raus. Glory to Arstotzka. Das hört sich so russisch an. Ja, ich glaube, das soll auch alles so ein bisschen in Russland angesiedelt sein. The Truth of Arstotzka. Okay, so ein bisschen. Die Zeitung. Wie sagt man, wenn man was aufdeckt? Im Journalismus? Wie nennt man das nochmal? Journalismus, meine ich. Nee, ich hab's gerade vergessen. Fällt mir irgendwann wieder ein, wenn ich nicht drüber nachdenke. Wollen wir arbeiten gehen? Ja, machen wir. Oder Wetter. Greston Border Checkpoints opens at last. After 6 long years, can the Ministry of Admission keep us safe? Machen wir. Oh mein Gott, können wir das? Ja. Ich weiß es nicht. Wir walken jetzt mal. November. 23. Ja. Nur mal so als kleiner Tipp. Irgendwann im November habe ich Geburtstag. So, was haben wir denn hier? Inspektor, der sagt irgendwas zu uns. Ministry of Admission Official Bulletin. Inspector, welcome to your new position at Greston Border Checkpoint. Vielen Dank, danke. Stamp passport entry visa and return documents to entrant. Machen wir. Entry is restricted to Arstotzkan citizens only. Deny all foreigners. Glory to Arstotzka. Was sind Foreigners? Foreigners sind Unbekannte, also welche, die dort fremd sind. Ausländer sozusagen. Oh mein Gott! Rassistisch! Also welche, die dort nicht ansässig sind. Okay, das ist schon eine große Schlange, Mann. Du musst anfangen. Ja, warte, wir müssen hier noch dingsen. Pay attention to passport nationality. Hier, Nationalität müssen wir prüfen. Ja, okay. Also wir müssen hier alle rauswerfen. Wir dürfen nur welche reinlassen, die von Arstotzkan sind, oder was? Ja, genau. Alles klar? Du kannst den Namen aussprechen, WTF, Alter. Was ist Inspektors mit dir los? Dingsbums. Ja, okay, das wissen wir ja. Okay, also. Was ja, hier alles Sache ist, hier befinden wir. Das weißt du? Ja. Hast du da schon mal gearbeitet, oder wie? Mhm. Ja? Öfters mal. Und wie war's? Praktikum gemacht, oder? Guck, hier ist das Buch, da sind die ganzen Regeln drin und so. Okay. So, werfen wir es mal weg. Okay. Wir rufen mal den ersten Rin hier. Oh oh. Komm her! Nee, lass ihn nicht rein. Finally I can return home. Warum? Haut er einfach so raus. Ob ja, das Ding ist, der hat hier nur so ein Dings. Guck mal, der hat auch nicht dieselbe Frisur. Warte mal, brauchen wir hier nicht noch was? Entrant must have a passport. Das ist sein Passport, ne? Ja. Okay. Okay. Der kommt von Arstotzka. Hubert heißt er. Hallo Hubert, guten Tag erstmal. 1,75 ist er ungefähr groß. 72 Kilo. Okay. Mehr steht da nicht drin. Also der kommt aus Arstotzka. Wir müssen ihn eigentlich durchlassen, oder? Ja, okay. Dann lassen wir rein. Hier, Stempel war ab hier. Papau. Approve. Vielen Dank. Viel Spaß und so. Glory to Arstotzka und so, ne? Ey, cool, sagt er wirklich. Thank you. Kein Problem. Ey, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Okay. Nee, scheint richtig zu sein. Okay. Wer ist das denn? Papers, please. Wer sind Sie? This checkpoint is smaller than I expected. Okay, warte mal. Wir müssen mal kurz hier auf die Map gucken. Kleiner als ich gedacht habe. Na, das höre ich öfters. Arstotzka. Hier, kommt er daher? Impor? Was, Enkyu? Nein, den dürfen wir nicht durchlassen. Wo siehst du Enkyu? Zeig mal. Hier.
Ah, da, okay. Und wir haben hier nur die Issuing Cities. Hier, die sind aus Astoska. Und der kommt aus Impor. Impor ist nämlich hier. Oh, nicht hier. Nein. Warte. Hier ist Impor. Ah, okay. Also müssen wir ihn leider, ich glaube, wir müssen ihn... ja, denied. Ja. Tut mir leid, sorry. Und mit den Schuhen erst recht nicht. Hier, jetzt wird er zweimal denied. Echt mal. Deine Fresse auch denied. Leider nein, leider gar nicht. Next. Gab's früher so eine Serie doch ja, bei MTV. Ja, ja. Papers, please. Wer sind Sie? I've waited in this damn line since for 8 hours. I hope it was worth it. War so die anderen dann ja noch länger als 8 Stunden, oder? Echt mal. Sollen wir nicht rumheulen, Lisa? Republika. Ach nee, Republika. True Glorian. Lisa, okay. Nowoska. True Glorian. Oh nee, ich wollte gerade die Nein. Ich guck erstmal auf die Dings. Astoska. Woher weißt du jetzt, ob du sie rein... Na, hier, Issuing Cities, ne? Hier siehst du. Die Uhr blinkt. Warum blinkt die Uhr? Weil die blinkt. Okay. Ich pinke. Nee, können wir leider nicht machen. Warum nicht? Na, sie kommt nicht aus Astoska. Okay. Also aber hier. Bis jetzt waren immer die Pässe, die nicht rein durften, auch rot. Aber das wird nicht raus so bleiben. Damit! Aber es ist schön gestempelt, muss ich sagen. Stell dir mal vor, du bist an so einem Checkpoint und jemand nimmt andauernd deinen Pass und wirft ihn so hin und her. Unbelievable, go to hell. WTF, ey, wieso mich gleich anmachst? Echt mal. Sprechen Sie hier rein. Was haben wir hier? Impor. Aber warte mal. Ach nee, das. Nee, das war gerade einfach. Meinst du nicht, dass wir das machen müssen? Stand doch da. Ja. Hier, du siehst komisch aus, Mann. Geh mal zum Friseur. Ins Gesicht gestempelt, Bitch. Next. Also, es ist nicht falsch. Sonst hätten wir schon längst eine Mail bekommen vom Inspektor. Okay. Oh, scheiße, guck mal, die gehen alle weg. It was a mistake to... Oh. Okay, Tag 1. Applicants entering after 6 p.m. are unpaid. Manage your expenses using the checkboxes below. Okay, was machen wir? Wollen wir unserer Verwandtschaft, wollen wir sie wärmen oder wollen wir ihr Essen geben? Rent food? Okay, also wir haben jetzt Geld bekommen dadurch, dass wir arbeiten waren und wir müssen das investieren in bestimmte Sachen und wir haben $5? Über, also wir haben eigentlich... Ach so, okay, das wurde automatisch schon reingebucht. Also Rent ist für das Apartment, das wird immer halt die Miete. Okay. Das wird immer abgebucht und jetzt können wir uns halt entscheiden, ob wir Heizung oder Essen bezahlen. Lieber Essen, wärmt von innen. Und dann können wir uns ja warm anziehen, ne? Dann gehen wir schlafen. Nächster Tag. Du hast jetzt Heizung ausgewählt. Ernsthaft? Ja. Gut. Einfach so mal ein Shit drauf gegeben, was ich gerade gesagt habe, wa? Hä, nein, das war's doch, oder? Nein, Mann. Egal. Greston Checkpoint, Success Entry Restriction to Relax Admin Foreigners, okay. Also da wollten jetzt wirklich andauernd schon feindliche Leute rein, sozusagen. Naja, wir haben ja eigentlich, Unbekannte. Wir haben ja den Auftrag bekommen, nur welche aus Astoskan durchzulassen. Ja. Und das habe ich gemacht. Die waren alle schon fremd. Warum wollen die denn überhaupt rein, wenn die wissen, dass sie nicht reinkommen? Die probieren es. Weil die es ja nicht wissen. Achso. Lol. Das wissen ja nur wir. Achso, das war unsere Aufgabe jetzt sozusagen. Richtig. November. 24. Also nächster Tag. Scheiße, ne? Wochenende, Mann. Oh, was haben wir denn hier? From today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Also jetzt dürfen alle rein, die einen Pass haben. Okay. Aber der Pass muss halt auch stimmen. Jo, dann mach mal. Inspection, Hardware, now install, okay, check. Okay. Innocent Information, nicht innocent. Oh, jetzt kommt es hier mit diesen. Okay, jetzt kriegen die, jetzt. Ach so, jetzt wird's immer schwieriger. Ja. Jetzt kommen immer mehr Sachen hinzu, die wir checken müssen. Naja, so klar. Genau. Inspect Mode. Enter Inspect Mode using the red button on your desk. While inspecting, highlight 2 pieces of discrepant. Ich kann die Schrift manchmal nicht lesen. Information for further options, rules and... Okay, das ist sozusagen so ein Detektivmodus. Wir müssen die 2 Sachen, die uns auffallen, dann markieren und dann wird gesagt... Genau. Highlight 2 pieces of the... Okay, haben wir verstanden. Stand ja gerade eben schon da. Und das wissen wir auch schon.
Okay, gut. Und das können wir jetzt zurückpacken. So. Dann starte mal. Next. Next. Aber das finde ich ein bisschen gemein, dass er... Naja, egal. Ah, warum hat er so eine Ohren vor der Kapuze? Sieht ein bisschen sehr bescheuert aus. Gut, was haben wir denn hier? Also, läuft ab am 27.06. Wir haben den 24.11., aber ein Jahr noch. Okay, das ist gut. Ja, ich glaube, der darf durch. Glaubst du? Wobei? Yoko City? Ich will erstmal gucken, ob er das wirklich ist. Okay. Matching Data, okay. Da ist das. Und Yoko City ist auch richtig? Wo der steht das? Erik? Yoko City, wir gucken mal, ob es wo Yoko City gibt. Map? Ja, wo wollen wir gucken? Na, ob das bei uns in Atotska drin ist. Ishing City, wir dürfen ja jetzt alle reinlassen. Ach so, jeden, komplett jeden? Mhm. Ach so, okay. Siehst du, ja, habe ich das schon Yoko City geteilt. Gibt es. Gut. Und den Typen lassen wir jetzt einfach mal durch. Am Anfang wird es ja bestimmt eh noch nicht so schwer sein. Ah, hier geben wir ihn approved. Hier, kriegst non-approved. Raus damit. Ey, du bist so freundlich, ey. Ja, Mann. Der kann sich jetzt doppelt freuen, Mann. Ey, nicht, dass der sich jetzt schon in die Luft sprengt. Meinst du? Keine Ahnung. Der sieht aber aus, guck ihn Papers, an, Papers, please. Sieht aus wie ein Holzfäller. Wen haben wir denn hier? Wo ist denn sein Name? Achso, da. Andersson. Petrov. Hallo, Petrov. Guten Tag. Okay. 11.8. Sieht auf jeden Fall so aus wie auf dem hier, Boot. Wir haben eine Dings, ne? Da passt was nicht hier, Herr. This document has expired. What? That is mistake. I just renewed it. Nee. Ich denke mal nicht, ne? Also offensichtlich mal nicht. Sagen, Bitch, please, Alter. Verpiss dich, Mann. Ich sag zweimal, du. Nimm mit. Aber du musst mal schneller arbeiten, Mann. Wir müssen mehr Geld bekommen. Schneller? Ja. Aber wenn ich die denie, dann kriegen wir kein Geld. Ja, egal, deswegen muss er schneller machen. Also passt, was haben wir hier? 82, das ist okay. Läuft noch. Männlich ist er wirklich. Sieht auch so aus wie auf dem Bild. 1953 geboren. Wo kommt er her? Merkel? Merge gibt es. Okay, packen go, go. Mal weg und wir geben ihn ein Approved. Und weg. Next. Cause no trouble, please. Next. Okay. Alter. Wen haben wir denn hier? Papers! Aber sofort hier, Mann. Hurry up! I am meeting bus soon. 5 Uhr, das ist okay. Achtung, Alter, die will ich drängeln. Pass auf. Nicht, dass die jetzt aus da... Aus Doska kommt sie. Paradisna. Okay, wir gucken jetzt hier... Fuck, nein, das nicht. ISS? Aus Doska ist hier. Sie kommt aus Paradisna. Gibt es. Okay. Ist alles klar, sie ist weiblich. Ja. Mach schnell, sie will ihren Bus bekommen. Sie sieht doch so aus, oder? Ist sie das? Ey, wir müssen gucken, ey. Ich will hier nichts. Ja, Matching Data ja, ausladen. Sie hat nur einen Zopf gerade noch. Ja, wir kriegen Geld, Mann. Ciao, haust du drin? Viel Spaß mit dem Busfahren und so. Was stand da gerade noch? Ich habe außerdem zu früh gedrückt. Achso. Da stand dann irgendwie, halten Sie Ihren Pass bereit und so weiter, ja. Wa? Cool. Ja, das hält noch ein Jahr. Sankt Moromero, gibt es das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss nachgucken. Aus Antegria kommt da. Männlich ist er auf jeden Fall. Ah, da war Antegria. Antegria, da. Das Bild sah auch gleich Sankt aus. Sankt Marmero. Marmero, richtig so. Marmero. Ja, Mann. GG, das sind durch. Richtig. Machen wir. Komm, das rein. Viel Spaß. Party hart und so. Hab gestempelt. Party part. Mann, ja, dann sollte halt kommen schneller hier. Echt mal, komm schnell. Was? Protocol violated, passport invalid, issuing city. Ich hab da nachgeguckt, Mann. Hä, warum? Ah, vielleicht war die Stadt doch falsch. You look bored. Boah, guck dir die an, Mann. Wir können sie anrufen. Sie gibt uns erstmal hier eine Kreditkarte, sag ich schon. Also, 1941 geboren. Ey, aber was macht der jetzt? Der ist weg. Sie kommt aus... Das ist jetzt ein illegaler Einwanderer, ja, Dude. Ja, Mann, ich hab's nicht gesehen. WTF, Mann. Astoska... Orwech. Liegt es doch nebeneinander irgendwie. Ich lasse es jetzt hier so liegen. Genau, Mann. Orwech vlava vlub vlab. So, genau so. In dieser Stadt wollte ich auch schon immer mal sein. Urlaub machen und so. Komm, ja, Tante Frieda, du kriegst einen Approved, ey. Pippa Fatza Kerli. I will be around couple months. Don't forget to visit. Jo, Mann, ich ruf dich an, Kleine. Hure! Hure! Sexy, ich wollte die sexy. Ah, die läuft jetzt rum mit ihrem Walkman. Passport! Sexy and I know. Du, dun, 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 dun. So, der ist 19. Ey, guck mal. Siehst du das hier, was ich sehe?
Der sieht komplett anders. Oh mein Gott. Da rennt jemand rüber. Nein. Töte ihn. Scheiße. Alter, der zielt auf ihn. Schieß ihn ab, Mann. Holy shit. Holy shit. So viel dazu, meine Damen und Herren. Ein Selbstmordattentäter. Nee, ja, nicht ganz Selbstmord. The day was cut short by a terrorist attack. Your son is sick and needs medicine. Progress is saved at the start of each day. Ich kann ihnen jetzt nicht Food geben, Mann, die sind hungrig. Soll ich ihm lieber... Ich würde mal sagen, das entscheiden wir in der nächsten Folge. Ich würde auch sagen. So, meine Damen und Herren, das war Papers, Please. Der erste Part. Wir werden es einfach so lange spielen, bis wir keinen Bock mehr haben. Wir wissen ja nicht, wie lange die Story geht. Das ist auf jeden Fall ein unbestimmtes Projekt sozusagen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Dieses Spiel, finde ich, sollte eigentlich extrem langweilig sein, aber... Ist es überhaupt nicht. Dadurch, dass es sich immer weiter aufbaut und das Ganze mit den Terroristen, so wie gerade eben so eine random Moments da entstehen können, ist es einfach extrem lustig. Wir hoffen, es gefällt euch. Schreibt uns auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, dann verabschieden wir uns. Und das macht jetzt der Jude Chicken. Jo, bis zum nächsten Ründchen, ne? Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Weilchen weiter und wir hören uns gleich wieder. Ey, das hört sich so enthusiastisch an. Ja. Ciao, Leute! Ciao, ciao! One for last, bitte. This document has expired. Please let me pass. My son is waiting. Nope! In your face!